Moin Leute, wir müssen jetzt mal schleunigst, wenn wir uns noch erinnern, ein Löchlein stopfen und einen Zombie verdreschen. Wo läufst du hin? Oh, ein goldener Helm. Meiner. Na komm. Habt euch nicht so. Ey, langsam nährst du. Oh wei, oh wei, oh wei. Schlimm mit euch. Unglaublich. Erde 18 Stück. Ich glaube, das wird nicht reichen. Oder? Wenn wir es nur oberflächlich machen. Na, wenigstens hat er den Weg komplett gelassen. Da ist noch ein bisschen Dreck. Dich. Nein. Reicht auch. Doch, das reicht. Cool. Ohne mitzuzielen. Die Säpplinge platzieren wir mal. Kriegen wir vielleicht ein neues Bäumchen draus. Das heißt vielleicht, selbstverständlich kriegen wir ein neues Bäumchen. Und dich hole ich mir jetzt. Alter, bin ich gespickt mit Pfeilen. Ey, in meinem Keller wird nicht gecampt. Unglaublich. Und dich machen wir jetzt auch noch platt. Geronimo! So. Endlich wieder Ruhe. Obsidian. Alles mal hier reinschmeißen, was wir nicht brauchen. Also zumindest aktuell. Ich glaube, ich mache mir noch eine Werkzeugtruhe oder sowas in der Art. Nein. Dann kann ich die überflüssigen Schaufeln wegschmeißen. Wer braucht so viele Schaufeln? Also ernsthaft? Kann ich jetzt auch die Feldhacken allesamt reinhauen? Ah, ich noch mehr Cobblestone. Wer hätte das gedacht? Hab ich noch was? Naja, den Helm tun wir auch mit rein. Feuerzeug. Ohne Fahrzeug geht es natürlich nicht. Habe ich hier keinen Flint? Doch hier. Ein Feuerzeug macht man selbstverständlich wie immer so. Genau. Die Feldhacke hätte ich weghauen können. Mein Eisen? Jo, und ab in den Keller. Nee, nee, nee. Immer diese Creeper. Machen die doch hier gleich einen ganzen Baum kaputt. Nee. Nee, nee, nee. Ich sag einfach, das gehört sich so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jawoll. Und. Juhu. Das gefällt mir so nicht. Vielleicht noch eine Holzverkleidung. Und dann schauen wir mal, wo wir auf der anderen Seite rauskommen.
Downloading Tower. Oh, hier sind wir schon. Bisschen dunkel hier, ne? Quarz. Mitnehmen. Aus Quarz kann man eine Menge tolle Sachen machen. Glück, dass ich an die Spitzhacken gedacht habe. Oh, hier liegt auch eine ganze Menge davon rum. Und vielleicht noch ein bisschen Netherrack. Weil ich wissen möchte, wie die Netherziegel in diesem Texture Pack aussehen. Ein bisschen ewiges Licht schadet uns hier auch nicht. Platz im Inventar haben wir ja. Okay, und dann gehen wir mal einfach mal in diese Richtung. Und wir finden noch mehr Dings da, Quarz. Das freut mir. Oh, noch mehr Quarz. Aber ich wäre primär mehr an Glowstone interessiert. Wenn ich mich recht entsinne, dann dürften uns die Zombie-Pikmin nichts tun. Naja, nehmen wir mal das Netherrack zum Hochstecken. Moment. Nee, nehmen wir normales Zeugs. Oh, und dunkel wird's. Als Ersatz hängen wir natürlich mal eine Fackel hin. Und runterfallen möchte ich da auch nicht wirklich. Ganzen Glowstone Dust einstauben. Einstauben. Dust und einstauben. Was für eine Wortwahl. Wo ist dieser garstige Gast? Ist wahrscheinlich nicht in unserer Nähe, aber egal. Lieber ein bisschen zu viel Vorsicht als zu wenig. Denn hier draußen in Feuer und Flammen aufzugehen, das muss auch nicht sein. Wow. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Holen wir jetzt noch das ganze Klump hier. Ganzen Quarz. Noch ein bisschen Glowstone. Moment mal. Material zum Hochstecken. Ach, da war auch was. Warum sagt mir das denn keiner? Ist mir zu hoch. Da doch lieber hier hin. Hier hängt mehr davon. Boah. Ich hoffe, es gibt keine Bruchlandung. Weiter hoch. Jetzt geht das fröhliche Randalieren weiter. Yay! Endlich mal eine vernünftige Beleuchtung. Wurde aber auch Zeit. Ja, ja, ist ja gut. Bin ja gleich wieder weg. Wie in der Hölle geht die Sonne unter? Vorsicht walten lassen und bekomme ich euch auch noch? Nö.
Und nix wie wieder runter. Bevor das ganze Glowstone Dust despawnen tut. Hier bitte eine Fackel. Soul Sand. Geil. Oder ist es normale Erde? Soul Sand, juhu! Dann nehmen wir auch gleich ein bisschen Soul Sand mit. Damit kann man ja auch ganz tolle Sachen machen. War's das schon? Gleich wieder zurück zu Glowstone zurückverwandeln. Könnte vorerst reichen. Betonung liegt auf könnte. Und hier drunter müsste ein großes Soul Sand Vorkommen sein. Was zur Hölle? Wo führt das hin? Okay, das war's. Aber warum verschwende ich hier unten Fackeln, wenn ich doch einfach alles anzünden kann, um Licht zu machen? Noch mehr Soul Sand. Wann wächst der Soul Sand Richtung Erde? Ich glaube, eine Festung oder so werden wir hier wohl nicht finden. Oder? Bei meinem Glück. Quarz finden wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Einen ganzen Stack haben wir ja auch noch nicht. Dem müssen wir Abhilfe schaffen. Mal eine Fackel hinhängen, damit wir wissen, dass es da wieder rauf geht. Mal ein bisschen Licht ausmachen. Naja, Quarzfarmen macht ja auch Spaß. Bum, bum, bum. Und es gibt auch schöne Level dafür. Und solange wir hier unten noch ein paar Äpfel haben. Nehmen wir hier noch ein bisschen Glowstone mit. Schaden tut's auf keinen Fall. So. Hier muss ich jetzt aufpassen. Und den Rest lassen wir für den Wirt liegen. Wieder eine reiche Ader. Schade, dass man aus Quarz keine Werkzeuge oder Waffen bauen kann. Zur Hölle ist das da? Moment. Da direkt auf dem Lava oder ist da noch ein bisschen was drunter? Egal. Ah, da hab ich ein bisschen
Glowstone Dust übersehen. Dann gehen wir hier wieder hoch. Nicht, dass wir zu weit vom Weg abkommen. Bisschen mehr Soul Sand wird uns auch nicht schaden. Wie schon erwähnt, damit kann man super tolle Sachen bauen. Habe ich ein Stack von? Nicht ganz. Auf Soul Sand rennt man erstmal super langsam. Man kann darauf Netherwarzen züchten. Eine reiche Quelle. Moment, reichen eigentlich vier oder? Ja doch. Das bringt uns weiter. Und ihr hört mal bitte auf, so zu brummen. Ich hoffe, hier läuft kein Wither-Skeleton rum. Sonst könnte es Probleme geben. Okay, okay, gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Na du? Stehst du da rum, Schweinchen? Jo, sag ich auch immer. Noch mehr. Und was das schon? Hier gibt es noch ein bisschen Dingskirchen Quarz, dass ich mir den Namen einfach nicht merken kann. Von einem stinknormalen Ressourcen-Dingskirchen. Ah, da hinten war ich schon. Tun wir mal das Portal ein wenig ausleuchten. Wo führst du uns hin? Oh, hier gibt es eine Menge Pilze. Sieht ja auch nicht Fortress-mäßig aus. Ja, 5 Fackeln habe ich noch. Die Gas sehe ich hier auch nirgendwo. Garstigen Gast. Und ich sehe, wir überziehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.